Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Endlich ist es wieder soweit, endlich geht es weiter und Leute, ich habe das PES-Trikot an. Ja, das werde ich auch demnächst bald ankündigen, oder was heißt ankündigen? Ich werde das halt in irgendeinem Video mal offiziell sagen und mich bedanken, dass ich da was bekommen habe von Konami. Danke auf jeden Fall, geht auch schon mal hier aus diesem Video raus. Finde ich mega cool, ich werde das in nächster Zeit öfter tragen. Von der Größe her ist es vielleicht ein bisschen locker, aber ja, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde das richtig, richtig nice. Und ja, Leute, falls ihr wissen wollt, warum so lange keine Trainerkarriere mehr kam, das lag einfach daran, dass ich ein fucking Problem mit PES hatte, das aufzunehmen. Ja, also ich finde PES cool, aber das Aufnehmen, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe nämlich vor längerem her schon mal eine Folge aufgenommen, da haben wir gegen Mainz 05 gespielt und gegen Wolfsburg und die Folge ist einfach spurlos verschwunden. Die ist einfach weg. Keine Ahnung, wo die ist. Ich kann die auf meinem ganzen PC nicht finden. Ich habe Zeit reingesteckt ohne Ende, um die zu suchen. Nix. Du kannst sie nicht mehr auftreiben. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Und dann habe ich da noch ein bisschen rumprobiert und hin und her. Und das Phänomen hatte ich des Öfteren mal. Es müsste jetzt gefixt sein. Ich möchte da jetzt auch nicht viel weiter darauf eingehen. Wir haben halt die letzten zwei Spiele sind jetzt verloren gegangen. Ihr habt das 5-1 gegen Werder Bremen gesehen. Die anderen beiden Spiele habt ihr nicht gesehen, leider. 1-1 gegen Mainz. Ich weiß auch nicht mehr, was da passiert ist. War auch schon zu lang her. 4-1 gegen Wolfsburg haben wir quasi nur ein Unentschieden gegen Mainz. Dafür aber ein ordentlich 4-1-Sieg gegen Wolfsburg. Heute geht's ganz normal gewohnt weiter. Wir spielen gegen Ajax Amsterdam in der Champions League, unser zweites Gruppenphasenspiel. Und dann spielen wir gegen Leipzig in der Bundesliga. Gegen Leipzig wird interessant. Das ist sicherlich auch nicht einfach in der nächsten Folge gegen Freiburg und Club Brügge, heißt DFB-Pokal und Champions League. Also nächste Folge gar keine Bundesliga. Ist auf jeden Fall interessant. Lange genug gelabert. Ich würde sagen, wir starten rein in das erste Spiel. Oh, 1-0 Ajax in der dritten Minute. Und Lewandowski. Oh, Lewandowski. Wunderbarer Pass. Lewandowski, komm, Müller, setz dich durch. Das ist doch kacke. Coutinho. Zu abgehoben. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ich dachte, der Torwart kommt raus. Er kam aber leider nur zwei Schritte raus und ist dann eiskalt stehen geblieben. Und der nächste. Mega Pass. Und auch hier kann Lewandowski sich dann physisch nicht durchsetzen. Das ist echt nervig. Oh, abgefälscht, der hält ihn. Boah, jetzt kommt nochmal Ajax. 1-0, liegen wir hinten zur Halbzeit. Was soll ich sagen, die Bayern wie in echt. Oh, da fehlt immer so die letzte Dingens. Und das meine ich eben, das sieht man in der Statistik nicht. Wir sind die, die gerade drücken und pressen und probieren und dann fehlt immer so ein Pass, der dann perfekt kommt und wenn er perfekt kommt, dann ist er durch. Boah, 2-0 Ajax. Das war's. Das war's, damit kannst du das Spiel eigentlich schon abschreiben. Das ist so ein Dreck. Mann. Ich finde die Karriere ja so, so cool. Aber PES ist halt immer so ein Spiel, da musst du schon richtig drin sein. Wenn du da mal eine Zeit lang nicht spielst, dann bist du nicht richtig drin. Jetzt. Gnabry, jawoll. 2-1. 75. Spielminute. Endlich. Endlich mal gut zu Ende gespielt. Bis vors Tor und Gnabry hat ihn dann auch gemacht. Dankeschön. Alaba, Lewandowski. Der kann sich hier schon mal gut durchsetzen und Gnabry läuft dann in den freien Raum. Macht das 2-1. Sehr gut. Jetzt noch ein 2-2. Wäre richtig nice. Wir wechseln. Jetzt Thomas Müller. Was ein Pass.
was ein Pass, Müller, und daneben gelupft. Das Problem war, der Torwart war wieder, der verunsichert mich. Und das ist genau das, wenn du nicht so oft Pass spielst. Klar, ich weiß, jetzt wenn ich das im Nachhinein sehe, kann ich den einfach rechts an ihm vorbeischieben. Aber wenn ich natürlich sehe, dass er auf mich zugerannt kommt und ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Boah, Junge. Das war ein bisschen riskant. Neuer da wieder rausgerannt. Hat es dann nicht geschafft, den Ball sich zu holen. Müller, Lewandowski, Lewandowski! Noch eine Minute und da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, da es jetzt einen Abstoß gibt. Er pfeift ab. 2:1 verlieren wir. Gut, realistisch. Wollen die Leute ja die Karriere. Ich finde es auch realistisch cooler. Trotzdem finde ich es natürlich schade, dass wir hier nicht gewonnen haben. Ja, ein Unentschieden wäre immerhin verdient gewesen. Also, das muss man schon sagen. Wir hätten mehr draus machen können, müssen, und dann wäre das Unentschieden verdient. So, jetzt gegen Leipzig in der Bundesliga unsere nächste Chance, uns zu beweisen. Die Startaufstellung sieht crazy aus, denn es mussten viele Spieler fitnesstechnisch raus. So wie zum Beispiel ein Manuel Neuer, der tatsächlich nur noch die Hälfte an der Fitness hatte. Das heißt, jetzt spielt Ulreich und viele mehr von Beginn an. Bin gespannt, das kann zum Verhängnis werden. Andererseits sind das natürlich auch gute Spieler und theoretisch kann es auch sehr gut funktionieren. Schauen wir einfach mal. Ulreich kann sich schon mal beweisen. Sehr gut, das war wichtig. Ulreich zum zweiten. Ulreich, wichtig. Cuisson, Torwart kann nicht sauber klären. So, 0-0. Ich glaube, wir haben noch keinen so richtig gefährlichen Torschuss zu verzeichnen. Sehr, sehr viel hin und her. Sehr, sehr viel Mittelfeld, sehr viel Ballbesitz. Auch einige Rangeleien, einige kleine Fouls. Und auch gröbere Fouls, also ja, ist auf jeden Fall qualitativ nicht so ein krasses Spiel. Wobei man natürlich sagen muss, auch das ist mega, mega realistisch. Denn in echt gehen die Spiele zwischen Bayern und Leipzig auch immer sehr, sehr knapp aus. Und bloß weil es in der ersten Halbzeit noch nicht so die gefährlichen Torchancen da waren, muss das nichts heißen. Hier steht es nämlich jetzt dann schon 1:0 für Leipzig. 51. Spielminute, Schick mit dem Tor. Naja, schauen wir mal, was wir jetzt daraus machen können. Das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, Müller. Müller. Gnabry. Gnabry, Müller, Pfosten, das gibt's nicht. Tolisso, ich kotz. Okay, lassen wir lieber Müller drin oder Cuisson? Müller, Cuisson. Ich glaube eher Müller drin und dafür wird jetzt gar rein anstatt Cuisson. Mann, ey, wir probieren doch jetzt wieder wie viel. Wir probieren was. Goretzka gerade eingewechselt. Nächste Chance. Soll nicht sein, ne? Keine Ahnung. Wir haben ein Tor diese Folge. Aber Schüsse haben wir genug. Vielleicht nicht immer die besten, aber genug haben wir auf jeden Fall. Also so kriegen wir die Bälle schon die letzten 15 Minuten. Nur so verlieren wir sie dann halt auch wieder. Zack, wieder den nächsten gekickt. Wieder den nächsten, wieder den nächsten. Pavard. Pavard. Da werden wir doch gefoult. Schiedsrichter. Coutinho fällt da plötzlich. Siehst du, wir kriegen die Bälle die ganze Zeit. So wie jetzt. Schon die ganze Zeit. Und verlieren sie genauso. Nächsten Ball geholt. Noch eine Minute. Jetzt haben wir einen Fehlpass mal gespielt. Das heißt, diese Minute wird wahrscheinlich in die andere Richtung runtertropfen. Und dann ist das die zweite Niederlage in der heutigen Folge. 1:0 gegen Leipzig. Ich kick's kotzen.
Boah, ist das kacke. 2-1 gegen Ajax, 1-0 gegen Leipzig. Und das jetzt war ja noch unverdienter. Das Ajax, das da habe ich wenigstens gesagt, ja. Ja, geht schon. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen so enttäuscht, ein bisschen arg enttäuscht. Leipzig gegen Bayern 1-0, Wolfsburg-Leverkusen 0-1, Mainz gegen Frankfurt 1-4, Bremen gegen Düsseldorf 1-3, Hoffenheim gegen Gladbach 2-0, Berlin spielt gegen Schalke 0-0, Dortmund gewinnt gegen Paderborn mit 4-2, Freiburg, Augsburg 3-1 und Hertha BSC gegen Köln mit 0-1 verloren. Ja, die Tabelle sieht dementsprechend aus, dass wir Punkte liegen lassen, die erste Niederlage der Saison. 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage ist so lala. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben 16 Tore schon geschossen. Da also mit einem Topwert auf Platz 1. Und haben in der heutigen Folge nur ein Tor geschossen. Und das hat absolut nichts mehr gebracht. Das war nur Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt. Naja, jedenfalls sind wir natürlich nicht außer der Welt, das ist realistisch. Man muss auch mal verlieren, gerade gegen so eine Mannschaft wie Leipzig ist das nicht unrealistisch. Dennoch muss man sagen, dass ich hier enttäuscht bin. Ich bin enttäuscht und hätte da gerne mehr gesehen. Wir hatten eine kleine Pause, habt ihr gesehen, eine Woche war jetzt gar nichts, das heißt fit sollten wir wieder alle sein. DFB-Pokalspiel gegen Freiburg steht an. Ich bin gespannt und da machen wir hier doch direkt mal weiter mit der Story. Ein gedrängter Spielplan steht an. Gelegenheit für junge Spieler, sagt er. Naja, werden wir mal sehen. Das war's auch schon mit dieser kleinen Szene. Die nächste Folge, weiß ich nicht, die kann vielleicht noch ein bisschen auf sich warten. Ich bin nämlich aktuell unterwegs und kann dementsprechend für die nächste Woche nichts mehr aufnehmen. Wenn ich dann ab nächste Woche wieder daheim bin, werde ich gucken, dass ich dann wieder was aufnehme und das dann bringe. Es kann sein, dass auch mal wieder eine PES-Spielerkarriere kommt, aber ich werde in Zukunft auf jeden Fall probieren, wieder mehr PES zu bringen, weil es macht mir schon extrem viel Spaß, auch wenn die heutige Folge so ein bisschen, nicht so krass war. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.